Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich habe seit einem Jahr nicht mehr hochgeladen. Doch heute darf ich euch endlich mal wieder recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Nicht-Lachen-Challenge. Zusammen mit Sandra. Warum schreist du so? Weil wir nur ein Mikro haben. Ja, wir müssen richtig laut schreien. Ich habe mein anderes Mikro leider in Hamburg, deswegen ist der Ton heute ein bisschen scheiße. Ja. Ich kann nicht lauter sprechen. Wir machen die typische Regel, der lacht, der muss aus dem Fenster springen. Okay. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Sieht man das? Ich finde Montana Black ist so witzig. Bro, das war das Intro, das war nicht mal das Video. Ach so, oh. Ich rufe meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Sie sagt, was geht? Ich sag euch mit Ansage, ich werde einfach keinmal lachen in diesem Video. Und sie sagt konkret, sie fragt, wohin bin ich? Bruder, ich schwöre, keiner lacht über diese Memes außer wir. Und sie sagt konkret, sie fragt. Wir hatten das schon. Ich hab nur zurückgespult, Junge. Sie sagt konkret, sie fragt. Hey, Sander, Bro, ich will nur zurückspulen, damit wir den Start vom nächsten Clip drin haben. Und ich sag zur Party. Zur Party? Zur Party. Ich kann hier diese Frau klar. Ich bin gleich heulen, ne? Ich kann nicht, das so witzig. Boah, geil. Kennt ihr diese Frauen, die sagen, Digi, ich kann nicht kochen, meine Mama hat mir nie beigebracht. Ja, was? Blasen kannst du auch, Digga. Und deine Mutter hat dir auch nicht beigebracht, oder? Oh, Moment, einen Augenblick. Oh, Bruder, die Nudeln knallen anders rein. Boah, das bist du. Sandra furzt in letzter was Zeit am Lachen. Ah, nee, sorry, du hast ja neuerdings Durchfall. Lukas, nicht immer liegen alle Sachen. Muchas gracias, afición. Ich bin para vosotros. Ja, ist so. Ist so. Du hast nicht mal mitgeschrieben, weil du da. Lukas! Ich schwöre, es ist einfach so 2 Uhr morgens oder so gefühlt. Und da sind so Leute, die sind voll laut. Nein! Naja. Ja! Hä? Ich dachte erst, es wäre funny, weil der aus dem Takt geklärt ist. Ja. Auf die russische Tanz. Du schraffst so aus, Junge. Ich nehme diesen Controller ganz normal mit einem normalen Zornanfall und werfe ihn hier auf den Boden und der prallt ab. Und so ist ein 1000 Euro Fernseher gefickt. Ich könnte wirklich richtig ausrasten. Oh. Bro, ich check das gar nicht. Wenn so man solche, was kann ich gar nicht relaten. Wenn man beim Zocken seinen Controller in den Fernseher wirft, was? Ich muss sagen, mir geht's gut, auch wenn es schlimmer aussieht. Hauptsache, die Kette sitzt noch. Ey, ich fänd's halt richtig scheiße, wenn die dann deine ganzen Klamotten aufschneiden, wenn's dir scheiße geht. Klar, ist halt richtig, aber stell mal vor, du hast so dein Lieblingswetter. Lukas, ich hab einfach trockenen Hals. Ich will auch eine kleine Portion probieren. Hol mal das Plastiklöffel. Ah, du hast deine Hand reingesteckt! Der Strubel hat den Löffel genommen und zu tief reingesteckt, dass er mit seiner Hand ins kochende Wasser kam. Wie geil! Wie kann man so dumm sein? Du nimmst deine Hand und der Löffel ist zu kurz und du steckst deine Hand ins kochende Wasser rein. Dieter, der hat seine Hand da reingehalten. Du hast gar nicht gerollt. Ich hab's gerade auch nicht so richtig gecheckt, hä? Es gibt einfach einen Umbruch und ich hab mir das schon fast gedacht, jetzt wird's geprüft. Oh, das ist übelst mieser Voice Crack. Digga, vor allem wenn du in so einer Branche arbeitest, wo deine Stimme so wichtig ist. Wenn ich lüge und ihr mir das glaubt und im Nachhinein schätze ich, das ist eine Lüge und ihr glaubt mir das nächste Mal, wenn ich die Wahrheit sage, nicht, ist das für mich schon ein gewonnener Kampf. Denn wenn ich das nächste Mal die Wahrheit sage oder mir die Wahrheit rausrutscht, glaubt ihr wieder, es ist eine Lüge. Was ist das für ein Mensch? Warum hat er so viele Skulpturen dahinter? Das ist Drachenlord, also ich weiß, wer das ist, aber ich verstehe es gerade nicht. Er sagt quasi, wenn er gelogen hat und die Leute glauben es ihm nicht,
dann glauben sie ihm auch nicht, wenn er die Wahrheit spricht. Und wenn er das nächste Mal die Wahrheit dann sagt, aber die Leute denken, dann ist es gelogen, dann ist es für ihn ein gewonnener Kampf. Nichts gecheckt. Ich habe 4 Jahre lang studiert. Wenn ich ehrlich bin, ich kann immer noch nichts und ich weiß auch nichts. Das bin ich. Drei Jahre lang studiert und ich kann immer noch nicht reden. Ich habe gar nicht studiert und ich kann was. Was? Was? Ey, Digga, ich weiß, warum ich so lange kein Video mehr hier mit dir aufgenommen habe. Wie schnell kriegst du sowas hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Können wir ja mal in der nächsten Podcast-Folge testen. @dickunddoof. Spotify.com/dickunddoof. Ich fliege übrigens mit Ron in Urlaub. Und lerne Tornados. Geht's weiter? Du kleiner Pin. Du hast genau in dem Moment auf Play gedrückt mit der Tatze, wie ich mit der Maus, Junge. Schon, das ist mein Auto. Mein Auto wird genau so sein. Mein Auto, ich werde so viel rauchen und saufen in dem Auto. Also, wie viel Promille darf man haben, um Auto zu fahren? Du hast vor allem nicht mal einen Führerschein. Alter, das fehlt auch noch. Und mir fehlt auch noch ein Auto. Viele Leute gesehen, wie die pennen. Aber er Maruk. Ja, aber er Maruk. Sag mal, aber er Maruk. Sprachen lernen, Bubble. Ich hab schon viele Leute gesehen, wie die pennen. Aber er Maruk. Bro, was? Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Das bist dann du. Danke. Das ist ja auch deren Beruf, du Pfeife. Boah, ich will auch mal so einen Fahrsimulator machen. Wollen wir mal machen? Hast du so ein Fahrding? Ja, aber will ich dann bestellen. Leute, wenn ihr wollt, dass Sandra und ich einen Fahrsimulator machen, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke und schreibt in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Abonniert mich zudem auf Instagram, hört unseren Podcast auf Spotify und hier ist jetzt noch ein Video verlinkt. Verpisst euch. Warum rollen deine Rollen nicht?